Willkommen zurück zu Puzzle & Dragon Super Mario Bros. Edition. Es geht weiter hier in der wunderschönen Wolkenwelt 6. Ah, diese Welt ist ja wirklich sowas von herrlich. Allerdings weiß ich nicht, ob es herrlich bleibt. Denn wie ihr sehen könnt, der nächste Level ist eine Burg. Und da drinnen sind ja immer die gleichen Grafiken. Das heißt, da drinnen wird es nicht schön sein. Und die Burgen sind ja meistens sehr schwer. Was ich aber lustig finde, das ist die erste Welt mit zwei Burgen. Naja, das ist ja für ein Mario Bros. Spiel nichts Außergewöhnliches, aber naja, ich frage mich, kommt da jetzt zweimal Boom Boom oder ist wie in New Super Mario Bros. U in der zweiten Burg vielleicht ein spezieller neuer Boss? Naja, wir werden sehen, hat man ja alles schon. Aber zuerst nochmal möchte ich mir ein paar zwei Continues, nur aus Sicherheitsgründen, falls Boom Boom wieder so stark ist dazu. Und am Münzstatus kann man schon mal sehen, dass Basic Andreas mal wieder ein bisschen Münzen gemacht hat. Vielen Dank. Na, das meine ich jetzt nicht ironisch, ich bin wirklich dankbar, dass er mir immer so schön Münzen macht. Und falls ich da auch welche, na bete, einen noch, komm schon. Ich hoffe, das macht jetzt nichts aus. Puh, gut. Okay, ein normaler Level. Ich glaube, das Team ist eh gut. Okay, scheinbar wieder viele Knochengegner. Die Knochen, Piranha, Kettenhund, der Maxi-Knochenkäfer, das ist doch der große, oder? Und Bum Bum. Okay, das heißt, hier ist Bum Bum, aber das heißt nichts darüber aus, wer in der zweiten Burg lauert. Gut, und sicherheitshalber nehme ich diesmal nicht den schwachen Pinguin Luigi. Diesmal muss ich wirklich aufgemotzt sein, so wie ich Bum Bum kenne. Gut, und sicherheitshalber, wie daneben auch 1 steht. Ja, da sieht man schon, dass danach, dass es noch eine Burg gibt. So, gut, okay, das könnte besser gehen. Naja, aber wird schon noch. Gut, das sind noch die kleinen Knochenkäfer, aber ich wette, da kommen bald etwas größere. So. Wenn ich sage, es könnte mehr geben, dann will ich auch, dass mehr kommt. Na gut, Sekunde. Ich glaube, es geht besser. So. Genau. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Gut, ich hoffe, ich schaffe diesen Turm. Naja. Die Türme in der Wolkenwelt. Naja, wie soll ich sagen? So. Na bitte. Man muss auch ein bisschen mitdenken für den Fall, dass die runterfallen. Hey, ah, fast. Fast hätte ich das eine Continue, was ich nicht bekommen habe, wieder gehabt. Gut. Na bitte, super. Gut. Naja, irgendwie schade, dass hier wieder die gleichen Grafiken sind. Denn, wie wir ja aus New Super Mario Bros. Wii wissen, gibt es ja so Outdoor-Burg-Grafiken. Das wäre auch schön gewesen, die mal in 3D zu sehen. So. Gut. Wie, das war alles? Naja. Wen sollte ich als erstes ausschalten? Den Schwachen oder zuerst die Große? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hey! Obwohl das ein normaler Level ist, gar nicht schlechte Kombozahlen. Gut, und so wie das aussieht, brauche ich mir darum keine Gedanken zu machen, wenn ich zuerst angreife. So, na bitte. Das war's. Nicht? Oh, oh. Oh, ein Glück, er macht die Drohgebärde. Das ist zwar auch nicht gerade schön, aber besser, als wenn er angreift. Und der Giftnebel? Naja, aber zum Glück habe ich es ja gleich geschafft. So. Na bitte. Mehr wäre schon nett. Das kann es aber nett sein. Gut. Oh oh. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht erledigen. Bitte nicht.
Nein. Nein. Nein, 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 nein. 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 Das ist es nicht wert. So wie ich Bum Bum kenne, wird er mich wieder in einer Runde erledigen und da brauche ich leider alle 8 Continues. Und wegen der kleinen Panne verliere ich jetzt nicht ein Continue. Gut, nochmal. Versuch die zweite. Mal sehen, ob ich es diesmal schaffe. Gut, der Start ist. Oh, diesmal ist der Start leider anders. So. Gut, wegen. Okay, beide gleichzeitig. Ist eh gar nicht schlecht. Gut. Oh. So. Ah, ja. Gut. Und. Naja. Geht. Gut, der Giftnebel ist so ätzend. Gut, ja, das war gut, das war gut. So. Na bitte, der Knochentrocken ist schon mal weg. So, na bitte. Super, 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 super. Läuft super. Naja, sagen wir, es geht so. Aber die Burgen und Schlösser sind immer so schwer. Warum muss das eigentlich immer sein? So, ja, das ist schon nicht schlecht. Na bitte, voll aufgefrischt. Und, Moment mal. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich eine Änderung im Team. Kann das sein? Wegen der KP. Die waren doch letztes Mal ein bisschen anders. Kann das sein? Ah, das war jetzt doof. Gut. Oh, Giftnebel. Aber ich kenne das ja, genau. Der zieht nicht zu viel ab. Gut. Oh. Ich will jetzt nicht wieder neu starten. Nein! Sagen wir es mal so, der Start könnte besser gehen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will nicht wieder wie beim Luftschiff so einen extra langen Part, bei dem ich dann gezwungen bin, weil dann der vorige Part so langweilig wäre. Versteht es? Wenn ich einen langen Part in zwei aufteilen müsste, Moment. Okay. Wenn ich einen langen Part in zwei aufteilen müsste und in dem einen Part und während des ganzen Parts nur das Schiff zu sehen ist, aber ich trotzdem den Kommentar nicht wegen Zeitraffer wegmachen will, dann ist der erste Part langweilig und dann hat es keinen Sinn wieder das so zu machen und ach, ist lange Geschichte. So. Gut. Könnte besser gehen. Ich sag's doch, könnte besser gehen. Ja, das nenne ich mal gute Ko. Gut, 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 gut. Ah, schade, schade, schade. Aber. Das war ja ein super Angriff. Diesmal, das spüre ich schon förmlich in meinem Magen, dass ich es diesmal schaffen werde. Kennt ihr das mal, das sogenannte Bauchgefühl? Das hat mir schon oft weitergeholfen. So, volle Stern. Nur Stern? Naja, gegen den Käfer hilft das eh recht gut. Gut, Giftnebel. Blöd. So. Na, dass die Kleinen immer so viel Verteidigung haben. Gut. Ach
Ach ja, Lichtparalyse. Blöd, 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 blöd. Oh, oh. Ein Glück. Ich brauche jetzt dringend Heilung. Nein, nein. Oh, ein Glück. Er macht was anderes. Gut. Ich brauche irgendwas. Irgendwas Starkes. Ich brauche Herzen, verdammt nochmal. Ja, das war gut, das war gut. Das war gut, komm schon. Boah, gut, nein! 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 Dieses Mal spiele ich weiter. Ist mir egal, ob ich es jetzt nicht schaffe. Ich will den ganzen Part nicht verplimpern. War da links oben gerade was? Ich meine, habe ich da nicht auch gerade eine Combo gemacht? So. Dass die Welle der Heilung immer so lange braucht. Gut. Ja, sehr gut. So ein kleines Energiestrichchen. Macht einem mein ganzes Continuo weg. Ja, jetzt kommt die Welle der Heilung 2 Runden zu spät, oder? Ich glaube, waren 2. Ja, das war gut. Gut, der Kettenhund ist aber nicht so stahlhart. Übrigens, es gibt was sehr Interessantes zu den Kettenhunden zu sagen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich das nicht schon mal irgendwann gesagt habe, aber... Die Kettenhunde sind von dem Nachbarshund von Shigeru Miyamoto, der Nachbarshund, den Shigeru Miyamoto als Kind hatte. Vor dem hat er sich immer gefürchtet, der war aber immer angekettet und daher entstand der Kettenhund. Lustig, oder? Gut. Jetzt mache ich mal das. Das ist meine einzige Rettung. Gut, dann hau ruck. Ah, jetzt habe ich den Stern. Naja, der Stern bringt ja eh nicht so viel. Gut, komm schon. Ach, ich brauche so einen richtig starken Angriff, wie vorher. Knochenpanzer? Naja, das ist nicht schlimm. Gut, Sekunde. Hau. Ruck. So ungefähr? Naja. Gut, jetzt brauche ich Herzen. Herzen. Was tue ich? Nein! Das ist doch so dumm! Hui! Danke, Kettenhund. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. So, und... Nein, ich brauche mehr. So, und... So. Jetzt komm schon, einen wenigstens. Bei dem Stand hätte ich gleich mit 7 reingehen können. Hätte ich jetzt nicht meine ganzen Münzen verspielen müssen. Puh. Gott, ich werde manchmal so sauer. Gut, wird sauer.
Da fällt mir was Lustiges ein. Ich glaube, bei irgendeinem Kirby-Spiel war das. Ja, Kirby und der Regenbogenpinsel. Da ging es mir einmal nicht so gut und ich wollte trotzdem einen Part aufnehmen. Und da ich dann so viele Aggressionen durch den Level hatte, ging es mir danach wieder blendend. Ja, wirklich. Klingt zwar komisch, aber das ist die Wahrheit. Gut. So. Jetzt geht's mir zwar eh ohnehin gut, aber... Kleiner ärztlicher Tipp von Dr. Kirby RKR. Wenn es euch mal nicht so gut geht, falls euch schwindelig oder so in der Art ist, spielt einfach in schweren Level, danach geht's euch wieder gut. Das ist mir echt beim Kirby und der Regenbogenpinsel neulich echt passiert. Dass es mir danach wieder blendend ging. Nur durch die Aggressionen, keine Ahnung warum. Aber jedenfalls ging es mir danach besser. Gut. Hey, das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Herz, die Herzfern. Seht doch mal. So. Naja, und jetzt geht's auf einmal wieder. Ich meinte, mir geht's ohnehin mit der Gesundheit gut. Ich meinte nur, dass es jetzt mit den Sphären auf einmal wieder gut geht. Gut. Drohgebärde. Auch wenn es nervig ist, ist es immer noch besser. Als wenn er angreift. Entschuldige, dass ich gerade so im Bad nuschle, wie man so schön sagt, aber ich denke gerade nach, wie ich da am besten durchkomme. Gut. Ja, gut. Na bitte. Super. Aber der hat, naja. Übrigens, zum Kettenhund gibt es noch was Interessantes zu sagen. Etwas, das ich vorher nicht erwähnt hatte. Und zwar... Und zwar in Super Mario Bros. 3 kann der Kettenhund sich doch tatsächlich von der Leine lösen. Und zwar, wenn man 30 Sekunden oder so an ihm wartet, dann reißt er sich von selbst von der Leine. Das ist wirklich wahr, das stimmt. Genauso wie das, was ich vorher erzählt habe mit den Kopfschmerzen. Das ist auch wahr, beides ist wahr. Okay. So, ja, das ist gut. Ja, gut. Komm, Captain Hund, ich möchte auch irgendwie weiterkommen in dem Level. Ich hoffe, wir sind bald bei Bum Bum, auch wenn ich stark bezweifle, dass ich ihn schaffe. Ich habe jetzt nicht richtig gewusst, wie ich den Satz formulieren soll. Kennt ihr das manchmal, wenn ihr irgendwie nicht wisst, welche Grammatik richtig ist? Kennt ihr das? Nicht? Naja. Gut, ein Glück. Oh! Habe ich doch gesagt, das ist der Maxi-Knochenkäfer. So. Ui. Boah, ja, ich erinnere mich noch, der war stark. Gut. Was hilft gegen den? Die Buh-Tücke war jetzt natürlich schon verlockend, aber wollte nicht machen. Na gut, jetzt mache ich's.
hoffe, er erledigt mich jetzt nicht. Aber denke ich mir. Ich merke es mir zwar nicht immer. Nie will ich nicht sagen, aber ich merke es mir zwar nicht immer, wie viel Gegner abziehen, aber bei dem wusste ich es noch. So. Oh, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Uff, ein Glück. Obwohl ich hatte die Welle der Heilung. Ich dussel. Und das mache ich jetzt auch. Gut. Oh, ruck. So. Und, na bitte, so, jetzt kriegst du mal was. Haha, naja gut, hätte besser sein können. So. Gut. Dass wenn man irgendwie glatt so eine Kombo nicht schafft. Nicht glatt. Knapp natürlich. Knapp. Was mache ich denn? Herzen, 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 Herzen. Na bitte, war doch gar nicht so schlecht. Und dieses Mal 3, irgendwas. Oder was wir da auch schon für Komma-Zahlen gesehen haben. Ich glaube, das hat mit dem Helfer zu tun. Bei dem Fall zum Beispiel ist das, glaube ich, der Yoshi. Gut, gut, gut. Nein, den packe ich jetzt nicht. Es ist immer verlockend, den Glitzernden in die Hand zu nehmen. Aber obwohl das nie einem richtig weiterhilft. Das sagte mal ein weißer Mann, Basic Andreas. Aber er hat recht. Man will immer den Glitzernden so gerne in die Hand nehmen, dass man nie richtig drüber nachdenkt, ob das nun wirklich hilfreich ist oder nicht. Moment. Gut. Naja, hätte besser sein können, aber es war gut. Dass die Türme und Luftschiffe immer so lang brauchen. Obwohl. Gar nicht schlecht. So. Schneller. Schon wieder. Ich wollte wieder den Glitzernden in die Hand nehmen. Obwohl mir das jetzt fast nichts gebracht hätte. Naja, schon irgendwie, aber das wird besser. So. Jetzt brauchen wir dringend die Welle der Heilung. Gut. Gut, blöd, er hat ja dieses komische Schutzschild für 13 Runden. Das fällt mir jetzt erst auf, wie lange dieses Schutzschild anhält. So, ja, gut, 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 gut. Und das hat ja so gut wie gar nichts gebracht. Gut, Vollgas. Ah, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp.
Gut, das müsste ich jetzt aber erledigen. Komm schon. Was? Immer noch nicht? Das kann es aber nicht sein. So. Was? Nicht erledigen? Ein Glück. Die Welle, die er da ausstrahlt, ist aber schon bedrohlich. Komm schon. Bitte. Nein. Ich Idiot. Das schaffe ich nie mehr. Gott, und der Part ist schon wieder so lang. Das kleine Fitzelchen. Das ist doch wirklich zum Haare raufen. Ich bin jetzt so sauer, aber ich lasse es nicht aus. Ich habe ja schon mal beim letzten Boom Boom zum Beispiel, da habe ich ja so viel Fluche rausgeschnitten. Damit ich das diesmal jetzt wieder nicht machen muss. Aber am liebsten würde ich laut fluchen und die schlimmsten Schimpfwörter sagen, die ich kenne. Aber nein, ich mach's nicht. Weil ich kultiviert bin. Ganz genau. Und nicht das, was Bowser für kultiviert hält. Er sagt ja, kultivierte Leute gibt es nur im Gefängnis. Hat er in einer Folge mal gesagt. Kennt ihr die zufällig? Gauner gegen Gauner heißt die. So, gut, 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 gut. Na bitte, es gibt doch noch Hoffnung. So. Könnte aber trotzdem besser gehen. Okay, Drohgebärde. Ja. Ja, gar nicht schlecht. Okay. Gut, einer ist weg. Den anderen mache ich jetzt weg. Okay. So. Könnte aber immer noch besser gehen. Gut. Schon wieder. Also wirklich. Gut. Moment. Ich dachte, ich hätte Sterne. Ach. Wenn es sich so ganz knapp nicht ausgeht. So, komm schon. Wann kommt denn der Bum Bum endlich? So. Gut. Das Spiel kann so schnell zwischen spaßig und nervig variieren. Wie soll man sich da auskennen? Ach ja, er hat ja meine Wuhu-Bande paralysiert. Hätte Herzen gebraucht. Gut. Ja, das war schon besser. Ja, das ist gut, das. Ich habe jetzt schon fast gedacht, der 1-Up-Pilz erscheint wieder. Na bitte, das gibt den Kettenhund den Rest.
So. Gut. Wann kommt denn der Bum Bum endlich? Immer noch nicht. Komm. Wie? Dahinter kommt er immer noch nicht. Ja, das war gut. Aber das Duo, was wir da vor uns haben, ist nicht so gut. So. Ausnahmsweise ist das gut. So. Aber ich glaube, die beste Strategie wäre, immer zuerst den Schwächeren auszuschalten. Mit den Kombos ein bisschen Glück muss schon sein. Und wenn man das nicht hat... Auch wenn ich jetzt die vielen Blätter ungern aufgebe, aber das muss jetzt leider sein. Gut. Gut. Glück muss schon sein. Glück! Oh mein Gott, meine... Ein Glück. Komm, bitte, bitte. Bitte. Warum hört denn keiner mein Bitte? Hallo da oben im Himmel, lieber Gott, bitte hilf mir durch diesen Level zu kommen. Er treibt mich noch in den Wahnsinn. Okay, jetzt mal einfach mal die Buhu-Tücke. Oh, egal, nicht schlecht. Aber hätte besser sein können. So, so, so. Ein bisschen Glück muss sein. Warum hört mich denn kein... Nein, das sage ich jetzt nicht. Okay. Wie lange soll ich noch hirnlos weitermachen? Hey, aber hey, gar nicht schlecht. Schade, dass ich keins bekommen habe. Kein zusätzliches Continue. Das würde nämlich schon helfen. Wie man vorher schon gesehen hat, ich hasse es, wenn so ein kleines Fitzelchen noch überbleibt. Aber vielleicht schaffe ich es doch noch, wenn... Na, endlich kommt der Boss. Gut, okay, das, die sind zwar ein bisschen nervig, die Kleinen da, aber sie gehen. Gut. Oh, was Starkes.
Schau nicht die Lichtsphären an, auch wenn sie da gerade so schön in einer Reihe stehen würden. Gut. Die sind so gut gepanzert, die Kleinen. Gut. Lustigerweise hilft Gift gegen Gift am besten. Gut, 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 gut. So, einer müsste jetzt erledigt. Ich sagte, einer müsste jetzt erledigt sein. Den Bum-Bum schaffe ich auf keinen Fall. Aber man soll nie aufgeben. Vielleicht steht ja doch noch irgendwie ein Wunder. Ich glaube es zwar nicht, aber... Gut. Mir fällt gerade auf bei denen. Ist das etwa auch dasselbe System wie beim Bob-Omb? Gut, aber mir das bekommt so vor, dass das wirklich immer nur eins Schaden macht. Und okay, die nächste Runde überstehe ich auf keinen Fall. Andererseits, wenn das jetzt beide, nicht nur beide, alle drei, boah, na bitte, da sieht man, irgendwie hat man dann ja schon wieder Glück. Aber der Boss, hoffe jetzt nur, dass er nicht Überraschungsangriff macht. Doch, macht er. Man merkt vielleicht schon, wenn er oben 0 steht. Residenz gegen Schatten steigt. Puh. Volles Herz, volles Herz, volles Herz. Volles Herz, volles Herz, volles Herz. Kein Herz mehr. Naja, ist egal. Okay, bum bum. Jetzt hau. Mach ich bum bum mit dir. Wie ich vermutet hatte. Aber vielleicht noch ist nicht aller Tage Abend. Oh yeah, Mario Time. So. Könnte besser sein. Na, die Schattensphären. Das waren nicht genug Herzen. Andererseits, ich glaube, das müsste ich doch noch überstehen. So. Es geht ein bisschen langsam voran. Aber besser langsam als gar nicht. Okay,
Jetzt hilft nur noch die Buhu-Tücke. Gut, ja, das, boah. Na bitte, das war sogar sehr gut. Voll auf die Mütze, bum bum. Na bitte, vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht schaffe ich es noch. Ja, vielleicht schaffe ich es wirklich, vielleicht schaffe ich es wirklich noch. Nö. Vielleicht schaffe ich das noch. Alter Schwede. Das schaffe ich noch. So. Ja, vielleicht. Oh oh. Ah, ein Glück. Ich stehe noch. So. Ja. 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 Hey, Sekunde. Der Part ist zwar schon ultra lang. Na bitte. Bei den Continues, die ich noch habe, schaffe ich das wirklich noch. So. Ja, das schaffe ich noch. Wandelangriff? Ist das stark? Na, ich habe schon Herzen. Der hilft mir auch noch. Danke, Bum Bum. Ja, wirklich, vielen Dank, mein Freund. Vielleicht bist du diesmal sogar wirklich mein Freund, wenn du dich so leicht besiegen lässt im Vergleich zum letzten Mal. Na bitte, ich mag Bum Bum wieder. Ich mochte ihn ja eigentlich früher, nur seitdem er so schwer ist, mochte ich ihn dann nicht mehr seit diesem Spiel. Aber jetzt mag ich ihn wieder, jetzt wo er sich so leicht besiegen lässt. Gut. So. Na bitte, am Anfang sah es aus wie ein hoffnungsloser Fall, aber jetzt schaffe ich das sogar noch. Sicher ist sicher. Die Welle der Heilung. Ach, Quatsch. Moment, war's das? Knapp. Jetzt muss ich nur hoffen, dass er den normalen oder den Wandelangriff macht. Nein, aber ich habe noch Continuous. Ich habe noch Continuous. Sag ich doch. Ja, klar schaffe ich das noch. So, mal sehen, ob ich jetzt einen super starken Angriff hinlegen kann. So. Moment. Ach, das schaffe ich noch. Ja, das war's, Bum Bum. Na bitte, obwohl dieser Level jetzt ungefähr, jetzt 45 Minuten gebraucht hat und ich 8 Continues verloren habe von 9,
Also, wenn ich den einen noch dazu hätte. Habe ich's doch tatsächlich noch geschafft. Na bitte, neuer Kettenhund? Na bitte, alter Schwede, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Na bitte, das war zwar ein ultralanger Part und hey, der Weg da hinten führt aber wird noch interessanter. Na bitte, ein roter Yoshi kommt dazu. Jetzt kommen scheinbar immer mehr Yoshis dazu. Süß, aber ich mag Yoshis. Yoshi ist ja mein Lieblingscharakter. Ich habe nichts dagegen, wenn Yoshi öfter vorkommt. Na bitte. Puh, puh, puh. Mann, das war knapp, aber ich hab's noch geschafft. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.